Moin und willkommen zurück in Still What About You. Bin hier wieder alleine unterwegs. Wieder als Sniper. Ah, hier sind auch schon direkt Gegner. Und anders als in der vorigen Runde habe ich zumindest so etwas wie leichtfüßig als Trade dabei. Sollte mir in der einen oder anderen Situation da dann doch gut helfen können. Jetzt wüsste ich gerne, worauf die geschossen haben und ob er von der anderen Seite jetzt was angelockt wird. Was zum Teufel machen die da? Wird da irgendwo hier rüber geschossen, oder? Frage ist, wohin und auf wen oder was? Also diese komische Geschichte irritiert mich jedes Mal. Auch wenn ich mit eigenen Mates unterwegs bin. Also vor allem natürlich in zufälligen Trios. Ja, dann irritiert mich das immer, warum die Leute einfach so durch die Gegend ballern. Weil rein theoretisch machen sie sich da ja durch, ja, zu einem relativ leichten Ziel. Also hier ist auf jeden Fall jemand gewesen. Hier gab es mal einen Zombie-Arzt. Dachte, dass da vielleicht jemand läuft, aber das sind schon wieder diese komischen Fische. Ich habe tatsächlich gerade wieder vergessen, wie die heißen. Ich habe immer im Kopf, wie Sigismund die nennt. Aber nie den tatsächlichen Namen. So, jetzt ist jemand anders im Vorteil. Okay, da kann ich nicht durchgucken. Da auch
nicht, da auch nicht. Immer so ein blöder Zaun dahinter. Natürlich alles sehr, sehr offen hier. Ich nehme auch mal an, dass derjenige gesehen hat, dass ich in diese Richtung jetzt gelaufen bin. Hier da oben ist das Fenster aus. Das gehört normalerweise zu. Gucken wir mal, ob nicht auch von hinten noch was kommt. Sich irgendwo was bewegt. Ich nehme mal an, dass in der Kapelle gekämpft wird. Du musst da leider weg. Aha. War doch gerade jemand. Muss ich aber eigentlich mal genau diese Hive da weg haben. Damit ihr nicht gleich zu mir kommt.
beziehungsweise ihre scheiß Viecher losschickt. Das war jetzt leider zu laut. Normalerweise, also ich hätte es zumindest mitbekommen. Ja, das ist natürlich ganz woanders. Und da hat jemand erst die Hühner aufgeschreckt und dann gekillt. Also klingt so, als wenn da noch jemand drin ist, aber. Ach, scheiße, hier sieht man natürlich überhaupt nichts. Okay, irgendwo weiter weg wurde eine Hive getriggert. Halt schlecht. Mal gucken, das Ziel ist da hinten. Da. Wo auch das Fenster auf ist. Aber Krähen wurden da nochmal getriggert. Laden wir nochmal komplett nach. Ausgang ist keiner in der Nähe. Das Laufen auf dem Holz ist tatsächlich sehr, sehr laut. Und in die Richtung gibt es natürlich keinen Ausblick. Ah, Scheiße. Ist noch keiner rausgegangen.
da ist jemand. Shit. Oh, hat sie plötzlich angefangen zu rennen. Oder zu laufen. Ich hätte gerne weiter schleichen dürfen. Da war auch jemand. Ach, da ist sie wieder. Okay, die ist hin. Durfte zumindest noch werfen. Die hat aber eigentlich einen Partner gehabt. Oder so ein scheiß Käfer. Frage ist er, hat er mich gesehen mit dem Käfer oder nicht? Shit. Oh, ich dachte hier schon wieder, da wäre was, aber das sind bloß diese Fensterläden.
Tja. Also wirklich viel sehen kann ich halt nicht. Immer noch da drin. Jetzt geht es wieder darum, wer sieht oder hört wen zuerst. Ach, da wäre Heilung gewesen. Aber wenn der keine Bounty hat, oder? Der jetzt auf Verdacht versucht, hier reinzuschießen, oder was? Also durchs Holz. Dann hätte er ja durch zwei Wände schießen müssen. Das war eigentlich zu laut. Okay. Urin.
Also theoretisch hat er natürlich den Vorteil der Schattensicht, ne? Einer ist hinter mir. Ja, der scheint wirklich auf und davon zu rennen. Na gut. Merkwürdiges Spiel. Okay, den hatte ich noch nicht richtig getroffen. Nehmen wir das Ding noch mit jetzt. Auch wieder nicht so sonderlich spektakulär. Eine Ausdauerspritze mehr. Das macht doch keinen Sinn mehr, den noch zu jagen. Also gehen wir einfach raus, hoffen, dass uns niemand in die Quere kommt. Und freuen uns über eine weitere Bounty, einen weiteren Kill. Zwei Kills sogar. Sag mal, habe ich keinen Windhund oder warum bin ich schon aus der Puste? Doch, habe ich, aber. Ja, na gut. Weiter geht's. Da hätte ich mir auch tatsächlich Munitionskiste sparen können. Das hat mich außerdem, ich glaube, eine Ausdauerspritze und eine Regenerationsspritze gekostet. Also
Ja. Vom Wert her, also von den Dollar her, glaube ich, war das eine blöde Runde. Aber die Sachen waren ja doch recht teuer. Ja, das war eine ganz gute Idee. Also ich hatte eigentlich auf die Taste für die Pistole gedrückt. Ja, war leider immer noch auf dem Messer, als er auf mich zukam. Ja, das ist natürlich gerade ziemlich blöd gelaufen, aber naja, so what. Insofern ist es gerade ganz gut, dass da ein großer Balken ist. Also muss ich da jetzt nicht auch noch irgendwelche Punkte aufwerten, um das wieder zu heilen. Also, dass die Raben das nicht registriert haben, ist ein bisschen seltsam. Krähen, nicht Raben. Aber wie viele Mosin-Schüsse braucht es wohl? Hier noch dein Miethead Platz zu machen. Aber nur, weil die sonst gleich nerven. Aber warte mal, vielleicht. Oh, jemand? Nö. Oh, komm hierher. Hier ist das Fass. Ach, da ist auch eins. Na gut, fallen gelassen hat er leider nichts. Der Schuft. Dann gehen wir jetzt auch raus. Mal, dass er keine Falle hinterlassen hat, aber es sieht nicht so aus. Ja, leider wieder wenig spektakulär, aber ebenfalls erfolgreich. Gucken wir mal, was die nächste Runde bringt.